Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shannara. Wir haben in der letzten Folge gerade so noch diese Flussfahrt überlebt. Dafür konnten wir die Monster abhalten, in Kalhaven einzufallen. Jetzt müssen wir nach Norden zu den Drachenzähnen. Dort versammeln sich wohl die Gnome gerade, oder zumindest in dieser Jahreszeit. Können wir über den Fluss drüber? Sehr schön. Die Drachenzähne. Irgendwo müsste auch ein Pfad durchführen. Ich bin sicher, dass Telsek und ich einen finden werden. Schön. Ihr macht euch auf den Weg durch unwegsame Gebirgsgegenden und die ihr auf einem Pfad durchwandert, der von den Gnomen angelegt wurde. Brendel ist sichtlich unglücklich, dass ihr an steilen Klippen klettert und murmelt viel vor sich hin. Schließlich gelangt ihr an eine breite Kluft, über die eine Seilbrücke führt. Hoch im Drachenzahngebirge bist du an eine Weggabelung gekommen. Dies scheint der einzige Weg über die Kluft zu sein. Da gehe ich niemals rüber. Dünne Seile. Wir haben keine andere Wahl. Alanon! Druide Alanon, ich bin Davio. Ich fühle mich geehrt. Eine große Bande Gnome ist auf dem Weg hierher. Ihr müsst schnell rüber. Ich werde zuerst gehen. Dann Ormsfort, dann der Elf. Der Rest kommt dann hinterher. Okay, Alanon greift nach dem Seilgeländer und tritt auf die Seilbrücke. Die Brücke schwingt, aber schnell erreicht er die andere Seite. Gut, dann gehen wir ihm doch mal nach. Du greifst nach dem Seil und trittst auf die Brücke. Sie beginnt unter deinen Füßen zu schwanken. Jack, ich wusste nicht, wie sehr die Brücke schwingt und ob ich sie sicher überqueren kann. Wo ist denn das Problem, über diese Brücke zu gehen? Ich bin nicht sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich mich halten kann, wenn ich abrutsche. Bist du nicht schwindelfrei? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur, dass ich ungern mein Leben und deine Mission riskiere, nur weil ich nicht mehr so geschickt und stark bin wie in meiner Jugend. Dann binde doch dir das Seil um die Hüfte und lass Telsek das andere Ende festhalten. Wenn ich falle, bin ich sicher. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ich mache es. Du gibst Davio das Seil. Okay, geht das? Telsek bindet das Seil an die Seilbrücke. Es sind schon genügend Seil, Davio muss nicht noch eins ins Spiel bringen. Ach, bin das Seil an, genau. Bin das Seil an Telsek. Geht das? Telsek würde niemals zulassen, irgendwo angebunden zu werden. Du bist an der Reihe, Davio. Denk nicht so viel nach, dann wirst du gut rüberkommen. Glaub mir, Prinzessin Schella, ich werde so vorsichtig sein, wie ich kann. Du warst einfach nicht vorsichtig genug, Elf. Also stirb jetzt! Davio! Ich kann mich nicht mehr festhalten. Nein! Verdammt, ach, gerade so. Das Seil hat gehalten. Er ist in Ordnung. Jack Ormsford, jetzt bist du an der Reihe zu sterben. Nein! Okay, Ich werde deine Seele verschlingen! Nein, stirb, Wandler! Jack, komm schnell. Ich glaube, Scheller stirbt. Du springst über die halb abgebrochene Brücke, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken. Oh. Jack, was ist passiert? Geht es dir gut? Naja, mir schon. Davio hat den Wandler getötet. Ist es schon Nacht? Warum kann ich dich nicht sehen?
Wie fühlst du dich denn? Mir ist kalt. So kalt. Was ist los? Warum ist alles so komisch? Keine Angst, Stella, es wird alles wieder gut. Nein, Jack, irgendwie glaube ich dir das nicht. Hältst du mich? Ich kann dich nicht fühlen. Ich fühle überhaupt nichts, außer Kälte. Jack, Prinzessin Stella, sie ist schwer verletzt. Ich glaube nicht, dass... Soll ich die Elfensteine benutzen, um sie zu heilen? Davio, du hast sie schon einmal benutzt. Wenn du sie nochmal benutzt, zerstörst du die Steine damit. Aber die Prinzessin stirbt sonst. Die Gnome kommen. Telsek und ich werden sie aufhalten. Kümmer dich um sie, Jack. Werde ich sterben? Ist es das? Jack, du wirst mich doch nicht sterben lassen. Brona holt mich sonst. Bitte, lass es nicht zu, dass Brona mich holt. Ich könnte ja die Elfensteine benutzen, aber das würde das Ende unserer Mission bedeuten. Jack, du musst das Ritual der Erlösung durchführen. Töte mich, damit ich nicht von den Toten auferstehen werde. Das wird wohl die einzige Möglichkeit sein. Geben wir ihr noch einen Abschiedskuss? Ich habe so lange auf einen Kuss von dir gewartet, Jack. Warum hast du so lange gebraucht? Na, du wolltest mich ja die ganze Zeit nicht ranlassen. Na gut, dann beschwören wir doch mal das Buch und Stella. Du schlägst das Buch bei Erlösungszauber auf und beginnst, den Spruch durchzuführen, aber deine Worte vermögen nichts. Obwohl sie schwer verwundet ist und in Kürze sterben wird, kann das Ritual nur wirken, wenn es in den allerletzten Minuten im Leben eines Menschen durchgeführt wird. Ihr müsst zuerst mich töten. Beeilt euch. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Also muss ich das jetzt auch noch selber durchführen? Naja gut, dann... Greife Stella mit dem Messer an. Da die Gnome euch überrennen werden, lange bevor Stellas letzte Minute gekommen ist, stößt ihr das Messer in den Körper. Innerhalb einer Minute wird sie tot sein. Du schlägst das Buch auf und versuchst die Worte des Rituals der Erlösung zu lesen. Vor deinen Augen verschwimmt alles. Du wischst dir die Tränen fort und beginnst, die Worte des Rituals zu sprechen. Ihr, die ihr vom Tode berührt, erhört die Worte, die ich spreche. Ihr, die ihr vom Tode geküsst, findet den Frieden, den ihr suchet. Ihr, die ihr vom Tode gezeichnet, übergebt den Willen mir. Ihr, die ihr vom Tode gesegnet, eure Seele wird frei sein. Durch Stellas Körper geht ein Zittern, dann liegt er leblos da. Stella japst noch einmal und stirbt in deinen Armen. Als die Gnomarmee euch erreicht, hältst du ihren leblosen Körper immer noch. Hinter dir kommt an den Klippen eine zerrissene, blutige Hand aus dem Abgrund hoch. Dann eine zweite. Die Gnome haben uns gleich erreicht. Verteidige dich, Jack! Plötzlich seid ihr umzingelt und ihr werdet von den Gnomen gepackt. Da bekommst du einen kräftigen Schlag auf den Kopf und alles um dich herum wird schwarz. Stunden später kommst du langsam wieder zu Bewusstsein. Gefangene eingelocht, großer Schamane. Diese eine wir bringen zu Dämonen, Lord Gika. Bringen viel Macht. Andere wir töten. Was mit Wandler? Er sagt, will alle haben. Ohne Sklaven können Gnomen nicht Befehle geben. Gnomen nehmen Gefangene, Gnome bringen Gefangene zum Dämonenlord. Wie viel Macht bekommen? Wandler nicht hier. Wandler bekommen nichts. Bin ich mal wieder auf die Maustaste gekommen. Du sehr weise, großer Schamane. Ich, größter Schamane von allen Gnomen, habe große Magie. Mit Reif, ich vernichten alle Feinde. Nicht fürchten Wandler, lieber töten Wandler mit Reif. Vielleicht Gika eines Tages töten, du nicht gut. Mächtige, nette, große Meister.
GK werden sein sehr gut. Wir gehen bereit machen für großes Opfer von Gefangenen bei Sonnenaufgang. Hier ist es zappenduster. Vielleicht hat es aber auch etwas mit deiner Augenbinde zu tun. Du würdest sie ja gerne abnehmen, aber deine Hände und Füße scheinen gefesselt zu sein. Okay, wir haben hier den Absatz unseres Stiefels. Können wir den berühren? Der Absatz deines rechten Stiefels scheint locker zu sein. Okay, dann drücken wir ihn doch mal weg. Als du gegen deinen Absatz drückst, fällt er ab und du kannst die Spitzennägel sehen, die ihn gehalten haben. Okay, ach, da sind die Nägel, okay. Nägel, Handschuh. Zerschneide das Seil mit den Nägeln. Du reibst das Seil an deinen Handgelenken, an den Nägeln und scheuerst langsam deine Fesseln auf. Jetzt, da deine Hände frei sind, kannst du die Augenbinde abnehmen und die Fesseln an deinen Füßen lösen. Okay, jetzt sind wir hier. Und ja, ich glaube, das speichere ich nochmal schnell ab. Sicher ist sicher. Wir haben hier ein raues Seil. Kann ich das mitnehmen? Jawohl. Eine Kiste mit Stahlbändern. Die Kiste ist so gebaut, dass sie nicht von den Gnomen sein kann. Du vermutest, dass sie sie woanders gefunden haben müssen. Okay, öffnen wir sie. Sie ist verschlossen. Können wir die öffnen? Auch nicht. Oh, ein Hut. Den nehmen wir mal mit. Selbst wenn mit diesem Hut... Ach, selbst mit diesem Hut kannst du niemand über die Tatsache hinwegtäuschen, dass du kein Gnom bist. Okay. Hier hätten wir noch eine Kiste. Obwohl die Kiste mit Schnitzereien reich verziert ist, enthält sie nichts. Das kleine Fass ist leer. Oh, wir haben sogar einen Nachttopf. Der Nachttopf ist leer, gibt dabei einen unangenehmen Geruch von sich. Gut. Dann zerschneiden wir doch mal hier das Zelt. Und können da raus. Tritt in den Schlitz ein. Du befindest dich im Gnomenlager. Rechts ist das Zelt, aus dem du gerade geflüchtet bist. Links ein weiteres, in dem ein Licht flackert. Direkt vor dir siehst du eine schwer aussehende Luke aus Metall. Die Wachen da hinten scheinen dich nicht entdeckt zu haben. Trotzdem überlegst du, was Scheller tun würde, wenn sie jetzt bei dir wäre. Gut, dann werden wir erstmal da in das Zelt reinschauen. Als du auf das Zelt zugehst, stolperst du fast. Du bleibst stehen, um den Absatz wieder an deinen Stiefel zu setzen, bevor du weitergehst. So, als sich deine Augen an das Dunkle im Zelt gewöhnt haben, siehst du eine Person vor dir liegen. Auf einem kleinen Tisch liegt ein Dolch und überall herum liegen Sachen verstreut auf dem Boden. Teppichkiste, Gnom, Schamane. Alles klar. So, nehmen wir doch mal den rituellen Dolch. Du nimmst den rituellen Dolch, alles klar. So, dann will ich den mal... Ich glaube, genau zuerst knebeln. Als du den Schamanen berührst, schlägt er seine Augen auf und beginnt sich zu regen. Schnell knebelst du ihn mit der Augenbinde und flüsterst ihm zu, ja, keinen Mucks von sich zu geben. Er lehnt sich zurück und blickt dich wütend an. Da siehst du, dass seine Hand langsam nach dem Reif greift. Okay, können wir ihn noch schnell fesseln? Der Schamane ringt mit dir und schafft es, seinen Reif zu erhaschen. Dann bläst er dich mit einem einzigen Zauberspruch aus dieser Welt. Genau deswegen habe ich gespeichert. Wir können es ja rückgängig machen. So, dann versuchen wir es gerade nochmal. Also erst knebeln. Und dann vielleicht das Messer. Der Reif ist ein magischer Gegenstand. Mit deinen Fähigkeiten als Sterblicher kannst du nicht viel ausrichten. Ja. Hat schon wieder nicht geklappt. Als der Schamane legt seine Hand auf den Reif und ruft einen Zauberspruch aus. Aus dem Reif kommt eine Feuerwelle und reißt dir das Fleisch von den Knochen.
Okay, versuchen wir es in der nächsten Folge nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.